Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin Kinder- und Jugendarzt und begrüße Sie zu dem Thema Corona-Impfung für Kinder. In der Sprechstunde erlebe ich zum einen Eltern, die total von der Impfung überzeugt sind und es als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk betrachteten, dass ich ihren Kindern noch vor Weihnachten einen Impftermin ermöglichen konnte. Und dann gibt es die Eltern, die eine Corona-Impfung von vornherein ablehnen. Die meisten Eltern aber sind sich einfach nicht sicher, wie sie sich entscheiden sollen. Es gibt ja so eine Vielzahl, eine Flut von Informationen. Und ich möchte in diesem Video die wichtigsten Vor- und Nachteile besprechen und am Ende ein persönliches Fazit ziehen. Als Hauptargumente gegen die Impfung werden aufgeführt: Erstens, die Erkrankung ist für Kinder ja gar nicht so schlimm. Zweitens, der Impfstoff ist neu und die langfristigen Nebenwirkungen sind noch nicht bekannt. Und drittens, die Impfung wirkt ja gar nicht. Argumente für die Impfung sind: Erstens, sie schützt den Einzelnen vor dem schweren Verlauf und den gefürchteten Komplikationen wie das Entzündungssyndrom, das sogenannte PIMS, und das Long-Covid, das auch bei Kindern vorkommen kann. Und zweitens, jeder Geimpfte, also auch jedes geimpfte Kind, trägt zum Gemeinschaftsschutz bei. Also jetzt erstmal zu den einzelnen Argumenten. Das erste Argument gegen die Impfung, dass die Erkrankung für Kinder ja gar nicht so schlimm sei, stimmt. Es stimmt für die meisten Kinder tatsächlich. Aber einzelne Kinder erkranken an diesem Entzündungssyndrom, diesem PIMS, und vereinzelt kommt auch Long-Covid vor. Und in diesen Einzelfällen ist das für die Kinder, aber auch deren Eltern, schon eine unangenehme Situation, eine Erkrankung zu haben und zu wissen, sie wäre mit der Impfung wahrscheinlich nicht aufgetreten. Das zweite Argument: Die Impfung ist neu und die langfristigen Nebenwirkungen sind noch nicht bekannt, ist auch richtig. Natürlich ist dieser mRNA-Impfstoff für Kinder neu. Aber er hat die Zulassung von den Zulassungsbehörden. Und das bedeutet, dass eine umfangreiche Prüfung bezüglich der Sicherheit und der Wirkung stattgefunden hat und auch weiterhin stattfindet, und zwar ständig stattfindet, wie bei allen anderen Medikamenten und Impfstoffen auch. Langfristige Nebenwirkungen und Nachwirkungen einer neuen Impfung sind natürlich immer erst nach einer gewissen Zeit festzustellen. Bei keinem Medikament und bei keinem Impfstoff, der neu ist, kann man zu Beginn die Fragen nach der Dauerwirkung und langfristigen Nebenwirkungen beantworten. Es besteht jedoch eine jahrzehntelange Erfahrung mit dem Umgang mit neuen Impfstoffen. Und diese Erfahrung hat gezeigt, dass, wenn gravierende Nebenwirkungen auftreten, sie in den ersten Monaten auftreten und dann auch auffallen. Und dieser Corona-Impfstoff, dieser Kinderimpfstoff, der wird weltweit nun schon seit Sommer 2021 in verschiedenen Ländern dieser Welt eingesetzt. Es wurden Millionen von Impfdosen verimpft und bisher gab es keinen Anhalt für schwerwiegende Nebenwirkungen. Die selten auftretende Herzmuskelentzündung kann sowohl nach der Impfung als auch nach der Erkrankung auftreten. Allerdings scheint die Herzmuskelentzündung nach der Impfung weniger dramatisch zu verlaufen und auch vollständig auszuheilen, was bei der Erkrankung fraglicher zu sein scheint. Das dritte Argument, die Impfung wirkt ja gar nicht, ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Vor allem bei der Omikron-Variante scheint die beste Wirkung erst nach der Boosterung, also frühestens 3 Monate nach der Grundimmunisierung, einzutreten. Das erste Argument für die Impfung, dass sie vor dem schweren Verlauf und der gefürchteten Komplikation wie dem Entzündungssyndrom und dem Long-Covid schützen kann, diese Aussage ist mit Studien ausreichend bewiesen und stimmt. Vor allem für die Kinder, die eine Vorbelastung haben, wie eine chronische Erkrankung oder eine Schwächung des Immunsystems.
Das zweite Argument für die Impfung, dass jedes geimpfte Kind zum Schutz der Gemeinschaft beiträgt, ist grundsätzlich richtig. Es hat aber vor allem Bedeutung für Familienglieder, die eventuell davon profitieren, dass sie nicht angesteckt werden können oder zumindest die Gefahr der Ansteckung für sie reduziert wird. Wie ist also nun mein persönliches Fazit? Ich gebe zu, ich bin froh, dass es die Möglichkeit gibt, Kinder gegen die Corona-Erkrankung impfen zu können, also insbesondere die mit Vorerkrankungen, als auch für die Kinder der Eltern, die alles dafür tun möchten, um ihr Kind vor den seltenen Komplikationen der Erkrankung Covid-19 zu schützen. Ich bin davon überzeugt, dass die Kinderimpfung den Kindern nicht mehr schadet, als es die Infektion tut. Gleichzeitig sehe auch ich, dass sie vor der Infektion nicht so gut wirkt und schützt, wie wir es gerne hätten. Ich empfehle Ihnen, für sich zu prüfen, welche Argumente für Sie selbst die entscheidenden sind. Es ist einfach so, dass wir zum derzeitigen Zeitpunkt mehr auf unseren Bauch und unser Gefühl hören, weil wir nur wenig sicher wissen. Und deshalb habe ich Verständnis für alle Eltern, die sagen, sie möchten mit dieser Entscheidung noch etwas warten. Gleichzeitig unterstütze ich aber auch alle Eltern in ihrer Entscheidung, ihre Kinder impfen lassen zu wollen. Und gestatten Sie mir noch eine Bemerkung zum Schluss. Die meisten Videos auf meinem Kanal haben eigentlich kein Verfallsdatum und der Inhalt gilt auch nach vielen Jahren meistens immer noch zu 100%. Bei diesem Video, bei diesem Thema bin ich mir nicht sicher, ob nicht schon bald wieder ein neues Video nötig sein wird, weil sich einiges verändert hat.